Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Run Sonic Generations mit euren Emanu von der Mechanical Gaming. Und wir spielen jetzt Press City mit dem Classic Sonic. Hatte ich eigentlich auch schon mal gespielt, aber mir ist leider der letzte Aufnahme abgestürzt und ich habe dann auch im letzten Let's Play habe ich leider verkackt und deswegen ist das auch nicht mehr ausgegangen. Dann machen wir das jetzt. So, ich glaube, da bin ich dann auch verkackt auf jeden Fall mit diesem was auch immer. Aber jetzt wird's hoffentlich mal was. So, wo muss ich da hin? Da links? Münze? Nein! Boah, knapp. Gehen wir gleich hier hoch. Aber cooler Game Sound auf jeden Fall. Na, fällt mir da. Mann, was soll es überhaupt sein? Krokodil? Ja, na komm, mach, jump. Oh, ich hochkomme. Naja, aber das vom Level 4 her ist auf jeden Fall gut gemacht. Hier bin ich nicht dran. Down. Oh, ich habe übrigens so eine Bubble. Dann gehen wir da runter. Speed. Oder auch nicht. Nein! Wow. Ist da runter. Okay, da kann man da runter. Interessant. Darüber? Junge, 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 ist das. Ich kann nicht irgendwie mit der Bubble immer so hüpfen. Vergesst es wie immer. Ja, eine leuchtende Bubble mit einem blauen Kugel. Ist das mal eine coole Idee oder nicht? Oder Blitzen, warte. Eine Blitzen, warte. So, schön die Autos. Genau. Na, fast. Aber ich habe noch 61 Ringe. Respekt. Aber irgendwann verreck ich schon noch. Nicht bei dir! Wow. Ja, hier geht's ab. Nein! Boah, dann verreckt man auch noch nicht. Viel zu easy! Sagt er und danach starb er an einem elenden Tod. Ich hätte schon das erste Mal Ringe verdammt. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Da drüben war dann ein roter Ring, was ich mich erinnere. Ah, genau. Das ist jetzt geil, da oben so. Ja, das Ziel. Oh nein, das Flugzeug. Ich fand das so richtig asozial. Ja, du bist am Ziel und dann fliegt es weg. Es gibt hier fliegende Autos. Fliegende Autos sind cool. Wieder fliegende Autos. Mann! Ja, soll ich denn da hochkommen? Bin ich hier unten drauf? Na, ja klar! Mann! Wie soll ich denn da hochkommen auf das Auto? Na, jetzt geht's natürlich. Mann! So ein Drecksgame. komm, geh hier hoch. Fuck. Mann! Ich hab's Auto. Steh du?
Da oben ist jetzt aber das Ziel. Wenn ich hinkomme. Ja, endlich. So hätte man es auch geschafft. Komm, A. Da. Erst wieder nicht besser. So, dann widmen wir uns im nächsten Level. Sieht Krokodil hier aus. Ich kenne. Tja. Ich werde es irgendwann noch kennenlernen. Hallo Krokodil. Fragezeichen. Kenne ich nicht. Ah, die Welt kenne ich nicht. Aber coole Musik. Definitiv. Also wenn du bist. Singen wir so stark mit Konfetti. Das Spiel ist auf jeden Fall lustiger, wenn man die ganzen Levels kennt. Das ist bestimmt cool. Das ist ja dann cool, wenn man die wiedererkennt. Ich meine, ein paar habe ich auch wiedererkannt. Aber so viel jetzt auch wieder nicht. Ja, das wollte eigentlich nicht hin, aber das zählt nicht. Was ist da oben? Ach nein. Muss ich da hüpfen? Wow, Leute, das hat man noch überhaupt nicht gesehen. Das war auf einmal da, oder? Das müssen wir da auch damit dann nochmal anschauen. Wow. Oha. Das ist auf einmal da. Das sieht man überhaupt nicht. Ja, wenigstens Jump. Klappt. Jetzt hier durch die Haus, das ist Fenster. Die Luftballons. Oh, knapp. Oh, jetzt gehen wir den zweiten hier. Ja, rote Stern. Ah, noch hab nur gerne. Stich die Zeit, okay. Wäre auch zu schön gewesen. Sonst, wenn ich jetzt einfach durchkomme, oder? Ich bin ja schon einmal verreckt, das ist zu gut, bin ich gar nicht. Tja. Ist ja nichts Neues. Oh, cool. Naja, aber das Level sagt mir genau gar nichts. Gar nichts. Selbst diese Texturen an. Na gut, aber der Rückgang war dann ziemlich gut groß. Mann, ich hab doch da nach rechts gedrückt. Was willst du von mir? Viel zu mein Geld, man passt es ja schon, aber egal. Boah, fast umgefallen. Leben, nein, rein. Direkt. Wenn ich das holen will. Rote Sterne. Lol. Ganz ehrlich, lol. Ja. Boom, boom. Ja, das ist cool. Jawohl, ich das hier kann. Kann man hier sliden? Ha! Wenn es nicht könnte, wäre ich jetzt schön verreckt. Yeah, geil. Hey, auf jeden Fall ein cooles Level-Feeling. Da Stadt hier. Was? Fesse über einen Stern. Das ist so kaputt gemacht. Wow, was siehst du von mir?
Mach dich schon Turbo. Ich mach irgendwas mit Turbo gegen. Keine Ahnung. Wenn ich den Zeppelin gut mache, ich hab keine Ahnung. Oh nein. Ist einfach ein Ziel. Jo. So, es sind leider einmal verreckt. So. Rooftop Run. Sagt mir nichts. Illustration 15 erhalten. So. Ich habe jetzt leider vergessen, Z zu stoppen, also wo ich angefangen habe. Das Let's Play. Ein Level spielen wir auf jeden Fall noch. So. Jetzt vergiss ich die Bubble nicht. Oh. Ja. Wow. Wo ist das in welcher Stadt? Die Flaggen. Die Flaggen kenne ich nicht. Ich kenne die roten Sterne. Ach Mann! Muss ich genau darunter fallen, wo du bist? Und fuck. Naja. Das Geile ist ja, dass es hier geheißen hat, bin ich Sonic Stuck. Wo bin ich? Lol, ist der. Lol. Wer sieht das bitte? Ich komm hier erst nicht hoch. Mann. So. Oh oh. Alter. Das Geile ist ja, dass es geheißen hat, dass die Sonic, wenn die Sonic sucht, die Zeit rasen. Ja, ich rase aufs Ärgste. Meistens sind sie nur Jump-Outs, aber ich rase. Nein. So, jetzt hab ich glaube, ich muss da wieder zurück. Nee, das sind eigentlich immer nur hier diese. Jump-and-Run-Parts, nicht dieses klassische Sonic, wie ich finde. Nicht, also meins ist es nicht. Aber jeden das seine. Ich war da eigentlich schon oben, aber okay. Ist halt, irgendwann werden diese Jump-and-Run auch irgendwann nervt, ja, ganz ehrlich. Irgendwann fängt es an zu nerven. Wenn die Level-Designs noch so toll sein, irgendwann ist es eigentlich immer das gleiche. Ganz einfach. So ein Team verfolgt dich oder weiß ich nicht. Es ist. Vom Grundprinzip ist immer das gleiche. Es gibt Plattformen, die runterfallen. Dann gibt es Plattformen, die dauerhaft überstehen. Dann gibt es welche Jump. Das ist irgendwann. Irgendwann kennt man ja einfach schon alles, ja, und dann. Fängt es halt an, wirklich langweilig zu werden. Du weißt, sie haben sich wirklich sehr gute Ideen einfallen lassen. Man, ich finde. Oh Gott, das verreckt mich ja gleich. Was soll ich denn? Ich springe ja schon auf dich. Ja. Mach. Das Ding kann mich zerstampfen, wenn ich. Wenn es hoch geht. That logic. Wow. Hätte mich ja das Leben fast. Es hätte mich das Leben fast das Leben gekostet. Ja, ja, immer das Leben. So, Luftballons. Ja, bringt genau nichts. Robo. Bam. Richtig schön. Jetzt fall ich da noch runter. Mann! Ich bin ein Lappen. Einen Lappen mit 5 Ohren. Was rede ich eigentlich? Ich rede mal so gar keinen Plan, was ich rede. Ich bin. Ich
schon gespannt, wie die das gemacht haben mit den Luftschüssen, wie die am Schluss, weil ich jetzt das auch kommen will, weil ich gerade auch war im 3D-Part. Oha. Das ist schon das, oder? Boah. Was? Nein. Wow. Ja, komm. Sollst du das machen? Zum Streuen? Ich meine, ja, die wollen mich streuen, aber... Wollen die mich hart vertreuen? Ja, jetzt gehe ich hier ab. Dann geht's ja nicht. Mann! Ich hasse solche Power. Die Dinge, wo man auf die Plattform warten muss. Dann hat man auch die Geschwindigkeit hier verändert. Wenn diese blöden Power-Up, was total sinnlos ist. Man wird schneller, aber man kann ihn nicht mehr kontrollieren. Ich hasse solche Dinge. Ich komme jetzt sowas nicht klar. Mann! Alter. Hä? Was? Ich check's nicht, was soll ich tun? Hä? Was? Wo soll ich hin? Da rein, oder was? Ja, das sind überall die Bomben, da komme ich ja nicht hin. Toll, jetzt habe ich keine Ringe mehr. Das verreckt gleich. Ja, wie soll ich da hinkommen, ohne dass ich irgendwo anfalle? Überall diese. Vor allem, was bringt es mir, wenn ich auf dieser Uhr dann bin? Ja, vergiss das, Alter.